Am Freitagabend schließt auch in der Bundesliga das Transferfenster. Bis dahin bleiben die Manager und Sportdirektoren auf Hochspannung, wollen sie doch keinen Last-Minute-Deal verpassen. Auch Hannover-Manager Horst Held erklärte zuletzt, dass noch einige Optionen denkbar seien. Zuletzt galt eigentlich der ehemalige Wolfsburger Tim Klose als heißer Kandidat. Der Deutsche, der mittlerweile in England bei Norwich City spielt, ist jedoch zu teuer. Neues Transferziel ist daher Papiji Lobodji vom FC Sunderland. Doch auch hier gestalten sich die Verhandlungen schwierig. Ein möglicher Backup wäre der erfahrene Serdar Tasci, der aufgrund seiner Vereinslosigkeit auch noch nach dem 31. August verpflichtet werden könnte. Uwe Bech spielt in den Überlegungen von Trainer André Breitenreiter überhaupt keine Rolle mehr und durfte nicht einmal am Trainingslager teilnehmen. Nach langem Suchen soll mit Holstein Kiel nun ein Abnehmer für den 25-jährigen Dänen gefunden worden sein. Laut Informationen der Bild löst Hannover den bis zum Sommer 2019 laufenden Vertrag auf und zahlt eine Abfindung. In den letzten beiden Jahren kam Mike Behre bei den Niedersachsen nur auf 3 Pflichtspieleinsätze und musste häufig in der zweiten Mannschaft aushelfen. Aktuell zieht es den 23-Jährigen daher zu seinem Ex-Trainer Daniel Stendel, der derzeit den englischen Drittligisten FC Barnsley betreut. Horst Held soll dem Vernehmen nach 200.000 Euro Ablöse fordern. Auch eine Leihe zum 1. FC Kaiserslautern oder zum SV Meppen ist denkbar. Bakar Güay wechselte im Sommer 2016 zu Hannover 96. Seitdem konnte sich der Mittelstürmer aber nie durchsetzen und wurde mehrmals ausgeliehen. Wie die Bild in Erfahrung gebracht haben will, sollen mehrere Clubs aus Belgien und Frankreich bereits Interesse bekundet haben. Der Vertrag mit dem 23-Jährigen läuft noch bis zum Sommer 2019. Zwar hat Trainer André Breitenreiter bereits mehrfach öffentlich betont, dass er sich über einen neuen Flügelspieler freuen würde, dennoch dürfte sich auf dieser Position wohl kaum etwas ergeben. Schließlich stellte Clubboss Martin Kind nach dem Spiel gegen den SV Werder Bremen klar, dass neben einer Verpflichtung für die Defensive keine weiteren Neuzugänge möglich seien.